Meisterschaft. Vielleicht wird er auch direkt gebannt. Wir sehen jetzt den ersten Mann, Yumi, sehr, sehr nervig. Sehr oft haben wir den schon gebannt gesehen. Gestern, glaube ich, mal gepickt. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bann. Gerade in der aktuellen Meta ziemlich, ziemlich gut dabei. Und der Nunu, habe ich es angesprochen oder nicht? Der erste Bann von Schwangerland überhaupt ist Nunu. Also entweder du bist jetzt Spotlight-Gott oder Schwangerland hasst dich jetzt, weil... Oder beziehungsweise ESQ hasst dich jetzt, weil Schwangerland jetzt genau weiß, was sie bannen müssen. Ne? Aber du hast das Predicted Nunu sofort rausgenommen worden. Also ein wilder Jungler hier auf jeden Fall seinen Pick deny. Ja, ein kleiner Blick auf das Team oder auf den Jungler von ESQ hat es ganz schnell klar machen können, dass die ziemlich viel Nunu spielen. Und währenddessen haben wir hier noch zwei andere Bans gesehen. Einmal auf der Seite von ESQ Draven, den magst du ja überhaupt nicht auf der Botlane. Ist auch dein Lieblingsbann. Und Thresh auf der anderen Seite, Supporter noch rausgenommen auf der Seite von Schwangerlands. Ja, du bist einfach ADC, du machst irgendwie keinen Schaden gegen Draven, der heilt sich, der macht mehr Schaden, deswegen gute Entscheidung von ESQ, den einfach rauszunehmen. So ein schlimmer Pick auf Botlane. Xayah wird als ADC auch noch rausgenommen und damit sind wir schon fast durch mit den Bans. Ja, ein Bann fehlt noch, ich bin gespannt auf welche Position der jetzt kommen wird, auch auf die ADC-Position. Somit haben wir drei ADCs jetzt schon gebannt, die Jinx ist es letzten Endes noch geworden und jetzt dürfen wir erstmal gespannt sein auf den ersten Pick des heutigen Tages. Ja, großer Botlane-Fokus auch, Niklas, hier, wir haben den Supporter und drei ADCs gebannt, nee, sogar fünf Botlane-Champions, Yumi zählt auch noch dazu, nur der Nunu als Jungler wurde da rausgenommen, also Botlane scheint auf jeden Fall hier eine große Rolle zu spielen. Ja, Mordekaiser-Pick ist der erste Pick hier. Gestern haben wir ihn einmal auf Toplane geschätzt, war dann letztendlich Mitte. Aber Mordekaiser immer ganz gut beliebt auf Toplane, auf Midlane. Macht ziemlich viel Damage. Mit der Ult hat er extrem viele Chancen. Egal wie behind er ist, eben ein 4 gegen 4 Fight draus zu machen. Auch wenn er behind ist, kann er zum Beispiel den Jungler rausnehmen oder sonst wen. Und damit immer eine gute Option. Ja, auf der anderen Seite Ezreal gepickt als ADC. Naja, es bleiben noch eine übrig, aber trotzdem ja drei Stück gebannt. Deswegen entscheidet man sich hier erstmal für eine etwas defensivere Variante. Ezreal jetzt nicht so der Champ, der die ganze Zeit auto-attackt, sondern arbeitet auch viel mit seinen Spells. Kann aber auch relativ safe stehen, kann ein bisschen defensiveres Item-Bild gehen. Und eher, glaube ich, als erster Pick ein grundsolider ADC. Ich denke auch gerade gegen den Mordekaiser hat er vielleicht ein bisschen mehr Range, kann den Mordekaiser ein bisschen auf Rage halten. Und jetzt bin ich gespannt. So viele ADCs bleiben nicht mehr übrig. Wenn jetzt der ADC gepickt wird von ESQ, ist es fein. Ansonsten könnte sich Schwangerland doch nochmal darauf fokussieren, ein paar ADCs rauszubannen. Und währenddessen wurde die Y im Jungle auf der Seite von Schwangerland gepickt. Ja, aber ESQ hat natürlich jetzt auch ein paar Möglichkeiten, dadurch, dass Ezreal gepickt worden ist. Ezreal arbeitet im Early Game viel über die Qs, kann natürlich poken, wenn man als ADC dagegen immer Lifesteal baut, dann ist das immer ganz okay. Und deswegen könnte auch hier zum Beispiel eine Vayne oder eine Kaiser, eine Scaling-Option mit eingebaut werden, dass man sagt, okay, man versucht durch die Lane zu kommen gegen Ezreal, versucht damit ein bisschen mit Lifesteal zu arbeiten, vor allem bei Vayne eben, vielleicht mit dem Supporter, der da ein bisschen aufpassen kann. Der Supporter könnte jetzt vielleicht sogar Nautilus werden. Da ist der angesprochene aggressiver Support, der aggressive Support, Nautilus, sehr viel CC, wird jetzt hier erstmal gehovert, aber ich denke mal, der wird auch gepickt werden. Ja, genau so ist es und somit haben wir jetzt die ersten drei Picks auf der Seite von ESQ, Mordekaiser, Warwick und Nautilus, also sehr aggressive Champions meiner Meinung nach. Am letzten Freitag habe ich ja gesagt, das ist die ESE-Taktik, der Nautilus-Flex-Pick. Das letzte Mal haben sie in Toplane geflext, dann Support. Es scheint so, dass die ESE-Teams, Nautilus einen ganz coolen Champion finden, diesmal auch theoretisch als Flexpick noch, Niklas, denn wir haben den Mordekaiser zwar gepickt, aber der kann ja auch noch zwischen Mitte und Top wechseln. Ganz genau so sieht's aus und wir haben jetzt die Anivia noch auf der Mitte gepickt, haben wir gestern auch mal gesehen gegen Cassiopeia, ein Champ, der eher nicht ganz so oft gepickt wird, trotzdem ziemlich, ziemlich stark, wenn man ihn richtig ausspielt. Ja, jetzt die letzte Bun-Rotation, beziehungsweise die zweite Bun-Rotation, angefangen von SL, können hier den ersten Champion rausnehmen, machen das auch mit einem Midlaner, also schätzen den Nautilus dann eher als Support ein und nicht als Midlaner und sagen sich, okay, wir nehmen die Ahri nochmal raus. Ja, man könnte hier jetzt natürlich auch noch einen AD-Carry rausnehmen, ganz guter Bann hier auf der Seite von ESQ, die Morgana, weil man natürlich so viel CC mittlerweile hat, da wäre das Black Shield natürlich ziemlich tödlich. Ja, ich glaube sogar, man kann, wenn man es perfekt timet, die Mordekaiser Ult sogar Black Shielden. Also er so eine kleine Animation, wo er seine Collie so nach vorne zeigt und dann quasi auf den Champion zeigt. Und wenn man in der Sekunde quasi Morgana Black Shield drauf hätte, würde das, glaube ich, sogar auch funktionieren. Deswegen nimmt man Morgana raus. Auf der anderen Seite wird sogar noch mal ein ADC gebannt und das ist Ashe. Ganz genau, noch ein ADC-Bann und somit sind hier jetzt mittlerweile vier ADCs gebannt. Einer ist gepickt, also bleibt nicht mehr allzu viel Wahl. Trotzdem bleibt noch die Wahl Caitlyn,
oder Kaiser, hast du ja vorhin angesprochen, würde hier ganz gut reinpassen. Und währenddessen wurde auch der Alistar gepickt, also noch ein aggressiver Supporter. Und somit bleibt auch nicht mehr allzu viel Supporter-Auswahl für Schwangerlands. Ja, und da blutet mir fast ein bisschen das Herz als ADC und natürlich auch als Botlaner. Wenn man auf die Seite von ESQ schaut, da ist Alistar, Morgana, Yumi, das sind alles drei Supporter plus Xayah Draven, die haben nur Botlaner gebannt. Und auf der anderen Seite von SL, da schleicht sich noch Nunu und eine Ahri dazwischen, aber auch da sind drei Botlaner gebannt. Ja, also sehr, sehr viel Fokus hier drauf gelegt und jetzt währenddessen wird die Nidalee gepickt. Sehr, sehr interessanter Pick, haben wir auch noch nicht ganz so oft gesehen. Wird jetzt, sage ich mal, im 5 gegen 5 Competitive auch nicht so oft gespielt, aber kann natürlich sehr, sehr gut funktionieren. Nur was ich mich jetzt frage, ist, wo die Y hingeht. Ja, jetzt natürlich die Frage, Y und Nidalee beide eher so Richtung Jungle unterwegs. Man kann Nidalee Support spielen, man kann aber irgendwie wahrscheinlich auch Nidalee Mitte spielen. Anivia Support, das würde auch alles gehen, aber jetzt erstmal nicht so das, ich sag mal, normale Pickverhalten hier von Nidalee und Y. Auf der anderen Seite würde jetzt der ADC eingeloggt, der Jhin. Auch das, glaube ich, eine grundsolide Kombo mit Nautilus Botlane. Ich denke auch, mit Nautilus sollte es ziemlich fein sein. Findet sich hier, denke ich mal, ganz gut in das Team mit der schönen Frontline, dem Movement Speed, dem Attack Damage, den er so viel hat und der Ultimate dann später. Also ich denke mal, in das Team passt da ein Jhin ganz gut rein. Und jetzt warten wir entweder auf den Midlaner oder den Toplaner. Sieht mir nach Midlaner aus. Kassadin wird es letzten Endes. Ja, Kassadin gefällt mir hier sehr gut und jetzt, Niklas, jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt picken die noch eine Jenna rein, also wir haben jetzt auf jeden Fall Ezreal Jenna Botlane, das können wir schon mal so sagen. Dann könnte es sogar eine Nidalee Toplane werden, vielleicht sogar dann AD. So, da springen wir auch direkt rein ins Game und jetzt direkt mal die Frage, die wir uns jedes Game eigentlich stellen. Wird es einen Invade geben? Also mit Nautilus kann man das auf jeden Fall überlegen. Ja, mit Nautilus kann man das auf jeden Fall mal versuchen mit dem Hook. Wir haben es ja schon angesprochen, da trifft man gefühlt immer. Sieht aber nicht so aus, als würde der ESQ hier für den Invade gehen. Man sieht es klassisch, Niki, wir sind zwar beide keine Jungler, aber man sieht es ja, Warwick wardet, geht sofort Base, will sofort das Trinket tauschen. Das ist einfach die Möglichkeit, im Early Game ein bisschen Wischen zu clearen und auch die Möglichkeit zu haben, dass wenn man für den Gank ansetzt, vielleicht sich überlegen kann, werde ich gesehen und falls ich gesehen werde, die Wischen zu clearen und dann vielleicht einfach nochmal zu kommen. Ja, der... Wie du gerade angesprochen hast, der Warwick macht diese Taktik, die Nidalee mittlerweile noch nicht. Ansonsten stehen alle ziemlich defensiv, also Anti-Invade. Man will hier jetzt nicht Early Game schon was riskieren. Ich denke mal, auf Seiten von ESQ ist es im großen Vorteil, hier nicht Early Game schon 2-3 Kills abzugeben. Ansonsten aber keine großen Verwunderlichkeiten. Ja, Nautilus ein bisschen die aggressivere Variante gewählt. Du hast mich ja gefragt, wie das Botlane-Matchup aussehen könnte. Eben mit der Jenna, die ein bisschen squishy ist gegen den Nautilus, gegen den Jhin. Ignite vielleicht keine schlechte Option. Vor allem auch, weil sie ja viel Schilde hat, wenn man sie da downbursten will. Ignite sicherlich eine gute Wahl. Das könnte auf Botlane vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend sein. Auf Mitte haben sich beide Midlaner für TP entschieden. Auch das wahrscheinlich relativ standardmäßig. Ja, was auch gerade zurzeit im Trend ist, ist ja, wie gesagt, das habe ich gestern auch schon angesprochen, der Exhaust auf AD Carry, da haben sich jetzt aber auch beide AD Carries tatsächlich dagegen entschieden. Was denkst du darüber? Ja, in dem Matchup hätte man sich vielleicht auf Seiten von Ezreal dafür entscheiden können. Wenn Kassadin in einem reinspringt, kann man da einfach viel Damage verhindern. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn der Y in einen reinspringt, ich selber spiele es auch sehr gerne gegen Y, einfach Exhaust während der Ult, dann macht sie mit der Ult weniger Schaden, mit den Autotex. Oft hat sie ja zum Beispiel auch Hail of Blades dabei, das ist auf jeden Fall eine gute Variante. In dem Fall natürlich Jenna, Exhaust dabei, auch das gut, um einfach im Late Game vielleicht den Jhin ein bisschen klein zu halten, den Kassadin ein bisschen klein zu halten. Ganz genau, und die Anivia sollte hier jetzt langsam anfangen, vielleicht den Kassadin so ein bisschen zu punishen, aber währenddessen sieht es gerade irgendwie ein bisschen andersrum aus. Der Kassadin ballert hier die ein oder andere Q rein. Und jetzt Level 2 auf Botlane. ESQ will hier sofort engagen, man trifft den Hook auf der Jenna und die überlebt das Ganze nochmal ganz knapp. Ignite ist drauf, aber das ist genau das, was wir angesprochen haben. Wenn die Jenna gehookt wird, dann wird es gefährlich. Ja, dann wird es brandgefährlich. Hier das typische Level 2 und währenddessen sehe ich hier den Warwick auf Top Lane, aber der kann hier, glaube ich, nicht allzu viel machen. War gewardet hier von der Y, aber du hast es gerade schon angesprochen, der Hook auf die Jenna ist fast immer tödlich. Sie hatte gerade nochmal Flash, Heal musste man auch benutzen, aber wie du gesagt hast, da kommt enormer Damage raus. Ja, also man trifft hier sogar den nächsten Hook direkt, W von Jhin sitzt, aber man sieht, Ezreal steht ein bisschen safer, auch wenn hier er nochmal relativ viel Schaden kassiert, aber er kann da einfach nochmal rausgehen, hat Flash theoretisch auch noch zur Verfügung. Toplane hat sich Y für Grasp entschieden, das ist wahrscheinlich so die zweite Wahl oder die erste Wahl, man hätte sich auch für Conquer entscheiden können, ist ja so eine ähnliche Mastery, da aber Grasp, denke ich, auch eine gute Wahl.
Ja, Jhin, Nautilus, die Lane pusht jetzt hier schon ordentlich rein. Also man hat hier jetzt beide Botlaner von Schwangerlands mittlerweile auf Half-Life. Und ich denke mal, das sollte sehr, sehr ausschlaggebend dann später auch für den Drake sein, der ja schon in eineinhalb Minuten direkt ab ist. Ja, Drakes bei Frankenfeind ist ja immer wieder im Fokus. Wir können gleich mal auf Midlane schauen. Niki, bevor jetzt der Kassadin hier Level 6 wird, da müsste die Anivia ein bisschen weiter vorne stehen. Vielleicht sogar zwischen den Minions, also zwischen ihren und den Gegner-Minions, um einfach vier Autodecks zu machen. Immer wieder mit der Q, mit der E zu arbeiten, um einfach den Kassadin ein bisschen zu punishen, dass er eben nicht auf einen even Farm kommt, was jetzt gerade der Fall ist. Ganz genau, das Punishment fehlt ein bisschen tatsächlich. Also man muss hier deutlich aggressiver spielen, um dem Kassadin so ein bisschen das Late-Game zu denyen, weil so wie sie es gerade macht, gut, sie hat Egg, sie ist ziemlich safe. Also ich denke mal, da könnte man die ein oder andere Q doch mehr reinhauen. Ja, Jhin jetzt leicht im Defizit im Farmen, hat das vielleicht ein bisschen vernachlässigt, unter dem Aspekt, dass man eben viel reinpushen wollte, viel engaged hat auf den Ezreal. Der hat Flash noch zur Verfügung, das ist wichtig für ihn, um da vielleicht nochmal ein bisschen safer zu sein. Vielleicht, falls er dann mit dem Hook nochmal getroffen wird, um da nochmal rauszukommen. Aber auch da ist eben eine gute CC-Chain am Start für ESQ. Der Hook von Nautilus, der Autodeck von Nautilus und dann noch die W vom Jhin. Also da kann man sich schon eine Weile nicht mehr bewegen. Ja, apropos nicht mehr bewegen. Wir haben hier generell sehr, sehr viel CC auf der Seite von ESQ. Und auf Toplane hat so der Mordekaiser so ein bisschen gerade die Pressure. Ja, sehr, sehr viele Minions, die er jetzt hier Richtung Tower bringt. War wir jetzt auf dem Weg Richtung Botlane? Das könnte vielleicht sogar First Blood werden. Kein Ward hier im Tribush, aber dann im anderen Busch ein Ward und ein schöner Tornado. Und damit kann man den Gank verhindern und gut reagiert von der Botlane von Schwangerlands. Ja, hätte man hier nicht so gut reagiert, wäre es natürlich kritisch geworden, wenn man auf die Jhinna gegangen wäre, weil die hatte keinen Flash mehr zur Verfügung. Der Ezreal hätte notfalls noch E und Flash gehabt zur Verfügung, aber so konnte man hier den Warwick ganz gut spotten. Kassadin jetzt keinen Mana mehr, das kann vielleicht Anivia hier nochmal ein bisschen ausnutzen. Er wird jetzt aber Base gehen, TP ist ja zur Verfügung, das heißt, man kann Midlane relativ gut resetten, Toplane natürlich auch, falls man TP zur Verfügung hat. Deswegen einfach schnell Base gehen, Items kaufen und sich entsprechend vielleicht schon ein Scaling-Item holen, weil umso früher man World of Ages hat, umso früher man ein Tier hat, umso früher kann man es natürlich auch voll gestackt haben. Ja, der Drake ist jetzt gerade ab und ich sehe, da ist die Nidalee gerade around. Ich weiß nicht, ob die Botlane geht, wahrscheinlich. Könnte jetzt hier der erste Gang kommen nochmal. Ja, er ist gerade Base gewesen, mit dem Schien jetzt ausgestattet. Das macht ihn natürlich nochmal stärker. Das könnte jetzt ein gutes Timing werden, denn Nautilus, der geht da gerade rein. Jhinna überlebt das Ganze nochmal. Jhin muss hier erstmal Flash healen, um da rauszukommen. Versucht jetzt aber trotzdem noch hier jemand down zu handen. Nautilus ziemlich low, traut sich da sogar nochmal nach vorne. Aber jetzt kommt der Warwick, es wird gefiert. Das wird das First Blood werden für den Jhin. Und man versucht jetzt hier nochmal den zweiten Kill zu bekommen. Jhinna ziemlich low, aber es bleibt bei einem Kill. Ja, sehr wilde Aktion hier. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Summoner-Spells auch gesehen. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an im Replay. Da war die Nidalee, die hat lange gewartet bis zum Nautilus-Hook. Konnte hier schön auf den Jhin engagen, der hat aber Flash Healed, kam somit gerade noch raus. Die Jhinna überlebt hinten ganz knapp. Und dann kommt der Warwick für den Counter-Gank. Der Ezreal bekommt den Nautilus um ein Auto-Attack nicht mehr down. Und somit gibt es First Blood für den Jhin hier auf Seiten von ESQ. Ja, aber MVP ganz klar in diesem Fall die Minions. Niki, hast du gesehen, was da für eine riesen Minion-Wave war? Jhinna ist fast an den Minions gestorben. Ezreal, der ist locker Half-Life an den Minions gefallen. Und das darf man eben nicht unterschätzen, so eine große Minion-Wave. Ungefähr so groß, wie sie gerade Midlane war. Die Wave gerade auf Botlane, also 6-7 Minions waren das locker. Und die darf man im Early-Game nicht mehr unterschätzen. Die machen 300-400 Schaden und das ist man nun mal Half-Life. Und das hat man hier ein bisschen unterschätzt. Auch Jhinna gerade fast von Nautilus gewonshottet worden, zusammen mit den Minions. Und dann resultiert das Ganze im Fassbar. Ja, der Drake ist hier immer noch ab. Der Warwick hat sich jetzt mit der Blasting Cone rüber katapultiert, versucht hier einen Sneaky Drake zu machen, aber die Nidalee ist auch da. Ja, und die Jhinna ist mit dabei. Der muss jetzt hier sogar über die Wand flashen. Respected die beiden hier, sagt sich gegen Supporter. Und den Jungler, da habe ich erstmal keine Chance. Ist mir der wirkt jetzt hier gehookt. Aber das sieht man eben auch eine Mechanik, die bei vielen Hooks funktioniert. Bei Blitzcrank Hook auch, ich glaube bei Thresh nicht ganz. Aber eben bei Nautilus auch, dass man weggehen kann, während man getroffen wird. Also schon eigentlich zu spät. Aber dass man trotzdem noch rauskommt. Jetzt muss Anivia aber hier aufpassen. Jungle gegen Midlane, 2 gegen 2 und das könnte gut ausgehen für ESQ, denn der Kassadin springt da rein, Nautilus ist auch schon da, hat aber noch keine Ult zur Verfügung, der Hook trifft nicht ganz auf die Nidalee, die flasht den nochmal. Ja, sehr, sehr late Flash hier von der Nidalee. Erst als sie gesehen hat, dass der Hook absolut drauf ist, hat sie geflasht, hier ganz, ganz knappes Timing, aber man fightet hier schon ziemlich viel um den Drake. Wir kriegen jetzt nochmal ein Replay rein, wie knapp das hier bei der Nidalee war. Also da kommt der Nautilus Hook jetzt und sie flasht hier gerade noch so rechtzeitig. Also der hätte auch schon fast drauf sein können. Aber es hat letzten Endes nochmal gereicht.
Ja, wir haben auch relativ viele Scaling-Champs. Niki in dem Game ESQ mit dem Kassadin, der jetzt schon die Tier hat. Anivia, die auch schon die Tier hat. Und Ezreal, der sich auch gleich noch beim nächsten Back für die Tier entscheiden wird. Also drei Leute, die hier ein bisschen Mana stacken wollen, die natürlich auch dadurch stärker werden. Kassadin lebt davon, viel ulten zu können. Anivia braucht viel Mana, Ezreal braucht viel Mana. Und das heißt, das Game könnte es sich auch ein bisschen verlangsamen. Ansonsten sehen wir hier sonst auch Even CS auf der Top Lane, Even CS ungefähr auf der Mid Lane. Auch im Jungle sieht es ungefähr even aus. Nur auf Bot Lane hier ein ganz kleiner Lead von 9 bis 10 CS. Aber ich denke mal, das könnte man hier auch noch aufholen, wenn man hier genug passiv spielt. Ja, der Drake wurde einmal bis jetzt angegangen, Warwick musste dann aber sofort über die Wand flashen. Und seitdem hat sich niemand mehr dahin getraut. Und das ein bisschen unüblich für die Games eigentlich hier bei Frankenfeind ist. Sonst oft Drakes relativ früh gemacht, schon die Seele bei 20, 25 Minuten dann erreicht. Und jetzt sind wir gleich bei der 10. Minute oder 10. Minute angebrochen. Das heißt, kein Drake bis jetzt. Das heißt, auch da wird das Spiel nochmal ein bisschen langsamer werden. Ja, und wie du es angesprochen hast, die Mechanik hat man jetzt gerade wieder gesehen. Ja, Jhin, der ist super low, der wird einfach abgeholt vom SW. Wir reden hier noch über die Mechanik und SW, der macht super viel Schaden mit dem Sheen und auch den zweiten Kill, den wird er noch bekommen. Double Kill, das war unerwartet. Das war absolut unerwartet. Der Jhin ist hier ein bisschen zu weit nach vorne gelaufen für den Auto-Attack. Und das schauen wir uns doch jetzt gleich nochmal an, wie sowas passieren konnte. Wie gesagt, die Ezreal-Mechanik, die wir angesprochen haben, der Jhin läuft da jetzt gleich ein bisschen zu weit nach vorne, kriegt eine Full-Ezreal-Combo und stirbt hier an der Ultimate. Also so viel Damage hat selbst er nicht erwartet und auch der Nautilus wird mit einer QE-Combo oder QW-Combo letzten Endes aussterben. Und meanwhile sichert man sich hier den Drake, den ersten Drake vom Spiel, für Schwangerlands. Also sehr, sehr schöne Aktion hier auf Botlane. Ja, wichtig. Zwei Kills plus den Drake. Gerade war man ein bisschen behind im Gold. Das ist man immer noch. Aber mit dem Drake hat man das Ganze vielleicht sogar ausgleichen können. Plus der Double Kill. Sehr, sehr wichtig. Für den Ezreal auch da Minions wieder sehr gute Arbeit geleistet. Und haben da ordentlich Damage gemacht gehabt auf dem Jhin. Aber der hat das nicht erwartet, was auch ein bisschen unlucky war. Ich habe gerade nochmal geschaut auf den Heal. Der war ungefähr bei 10, 15 Sekunden Cooldown. Sonst hätte man das Ganze vielleicht nur überleben können mit dem Heal. Weil Ezreal da gerade noch so gereicht hat, ihn auch gerade noch an der Kante getroffen hat. Jetzt kriegt man aber auf Seiten von ESQ hier nochmal ein, zwei Turret Plating Spot. Ja, aber das war auch die Entscheidung, dass man hier fürs Sheen gegangen ist auf Seiten von Ezreal. Ich denke mal, mit einer Träne wäre hier der Damage nicht so krass am Start gewesen. Also das hat hier auch nochmal dazu beigetragen, dass man hier den Jhin fast one-shotten konnte. Ja, das ist auch so ein Fehler, wie es viele Pro-Player sogar bezeichnen, dass man früh auf die Träne geht mit Ezreal und nicht auf das Sheen, weil Sheen macht ihn einfach deutlich stärker. Mit seinen Qs kann er das eben extrem gut benutzen und lebt ja auch davon. Mehr von den Qs und der WQ-Combo als eigentlich von den Auto-Attacks. Und deswegen Sheen extrem wichtig und hier kann man dann auch noch beim zweiten, beim dritten Back kaufen. Das sollte dann auch noch reichen. Deswegen gute Wahl hier vom SW Sheen zu kaufen. Ja, und beide Jungler wieder around Botside. Also die sind hier immer eigentlich an der gleichen Stelle auf der Map. Oh, jetzt sofort Flash nach vorne. Jhin wird geultet, ultet sofort weg. Aber das reicht nicht lange, nur ganz kurzer Heal. Und man kommt dann da aber nochmal raus. Nidalee ist jetzt auch da. Man will jetzt hier turnen. Warwick aber auch around Bot. Man muss aufpassen, sieht ihn jetzt aber. Wirft da auch mal ein SWQ hin. Und es wird sogar kein Kill fallen in diesem Fall. Also wieder sehr, sehr, sehr aggressives Play vom Nautilus. Hat hier Flash und Ignite tatsächlich benutzt. Und man spawnt jetzt hier den Herald auf der Botside. Mal schauen, ob man hier den First Tower kriegt. Kassadin moved auch schon mit. Und ich denke nicht, dass man von auf Seiten von Schwangerlands. Doch, man kann ihn gerade so noch defeaten. Ja, man kann ihn hier noch defenden, den Tilt. Aber natürlich auch mit den Jhin-Es, mit den Schilden, die wir auf Türme machbar sind. Das ist ja so eine Unique Mechanic. Kann man den gut halten? Jetzt muss man mal aufpassen. Der wird schon wieder engaged. Und es ist ein bisschen. Ja, ein bisschen glücklich, aber auch ein bisschen erstaunlich, dass Schwangerlands das hier ganz überlebt. Sie hatten jetzt einen Hard Engage bekommen. Niki, du hast es gesagt, von Flash Ignite vom Nautilus. Das ist schwierig zu überleben, aber sie schaffen es tatsächlich, beide rauszukommen. Mussten natürlich wieder viel benutzen. Wieder Flash Exhaust von Jhin, wieder der Heal von Ezreal eingesetzt worden, aber man hat es überlebt. Ja, man hat es wieder überlebt, oder? Und auch der Tower hat es tatsächlich überlebt, den Herald Charge hier von dem Warwick, der mittlerweile doch im Farm gut ahead ist und, apropos im Farmguter Head, mittlerweile sehe ich auch auf der Top Lane einen deutlichen Farbenlead von 20 CS, was ungefähr ein Kill ist tatsächlich. Also der Mordekaiser hat hier ziemlich, ziemlich viel Pressure. Ja, wir können auch mal einen Blick aufs gesamte Gold werfen und dann vielleicht auch nochmal aufs Gold der einzelnen Spieler. Denn wir haben 20k Gold auf Seiten von ESQ zu 18k, also 2k Gold Lead, obwohl
eigentlicher Schwangerlands einen Kill mehr hat, aber Niki, du hast es gerade schön angesprochen. Mordekaiser mit dem Farmlead, Kasali mit dem Farmlead und natürlich auch im Jungle ein guter Farmlead und so bildet sich einfach so ein ungefähr 2k Goldlead. Ganz genau, obwohl es eben hier durch die 2 Kills für Schwangerlands trotzdem noch knapp werden kann. Ich denke, der Ezreal ist gut im Game. Wir sehen jetzt hier auch nochmal das Gold auf der Top-Lane. Fast 500 Gold Unterschied hier durch die paar Farm. Also man sieht jetzt hier, wie wichtig eigentlich Farm ist. Und auch auf der Mitte ein kleiner Goldlead und im Jungle 1000 Goldlead. Also das ist schon sehr massiver Goldlead hier im Jungle. Ja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, wenn wir auf die Turret-Blading schauen, ein Turret-Blading steht nur noch auf Botlane. Das heißt, man hat R4 genommen, jetzt sind sie gerade gefallen. Mitte war auch schon eins weg und auf Seiten von Schwangerlands hat man nur ein einziges bekommen. Und die geben ja auch immer 160 Gold für den Einzelnen oder 80 Gold, wenn man zu zweit ist. Man sieht hier Botlane-Tower nochmal schön eingeblendet. Relativ low, das heißt, da wurde natürlich auch noch Gold generiert, das in gewisser Weise jetzt für Schwangerlands verloren geht, weil ab 14 Minuten kriegst du dieses Gold einfach nicht mehr. Und ich sehe jetzt hier die Nidalee, die versucht, Midlane zu ganken, wurde hier aber gespottet tatsächlich. Also der Mordekaiser hat sie gesehen, der moved jetzt hier auch Richtung Mitte und das könnte ein interessanter Fight werden. Mordekaiser, beide Summoner Spells ab. TP jetzt für den Fight nicht so wichtig, aber Ult und Flash hat er auf jeden Fall ready. Level 11, das heißt Ult auch Level 2. Da kriegt er ordentlich Resistenz, da ist er auf jeden Fall stark im 1v1. Und es gibt ja diese Duellanten-Champs, Toplane, Fiora wahnsinnig stark. Aber Mordekaiser, den willst du in seiner Ult einfach nicht fighten. Der ist da wahnsinnig tanky. Jetzt engage man hier aber die Jenna, die wird wahrscheinlich sterben. Schöner Hook vom Nautilus initial, aber vom Jhin, der hat hier mit einer QW-Kombo die Jenna erstmal gerootet. Ja, diesmal, wie gesagt, die Jenna keine Summoner Spells zur Verfügung, kann diesen extremen Engage vom Nautilus diesmal nicht überleben. Nautilus kriegt hier den Kill und somit steht es 2-2. Oh, Ezreal, der muss aufpassen, Flash über die Wand, das wird ganz knapp nochmal reichen. Und jetzt der Snipe vom Jhin mit der W und dann das Dubstep Ignite vom Nautilus. Kriegt man hier den Kill auch Mitte, will man nochmal engagen auf die Anivia, die kann hier mit den Slows arbeiten. Kommt dann nochmal raus, Nidalee ist auch noch am Start, aber es steht wieder 3-2 für ESQ. Ja, natürlich unlucky, dass hier Nautilus beide Kills bekommen hat, aber den zweiten hätte Jhin hier nicht mehr bekommen. Er hat schön mit der W den noch snipen können, den Ezreal, aber für den Kill hat es dann nicht mehr gereicht. Langsam aber sicher ESQ wieder deutlich weiter vorne, jetzt mit fast 5000 Gold vorne und den Drake, den haben sie auch noch bekommen. Mountain Drake auch ganz gut für ihre Combo, für den Mordekaiser auf Toplane, für den Nautilus und für den Warwick. Ja, und mittlerweile der Kassadin, der hat jetzt hier schon Shutdown Gold nur durchs Farm, also 0-0-0, aber 150 Shutdown Gold durch seine 150 Farm fast. Also der ist hier jetzt auch schon ziemlich, ziemlich stark, hat hier Rod of Ages auch schon zur Verfügung und auch sogar schon mit 3 Stacks und dazu noch die Tier. Ja, und es sind jetzt nicht die großen Fehler, Niki, die Schwangerlands macht. Sie sterben nicht so oft, sie machen keine, wie gesagt, keine großartigen Fehler, aber es sind eben diese kleinen Sachen. Wir haben es im Early Game angesprochen, Anivia hat den Kassadin nicht genug gepunished, so entsteht da der Farmlead, auch Toplane. Nicht vielleicht, da haben wir jetzt nicht so oft hinschauen können, aber auch da nicht so gut vielleicht gespielt, Mordekaiser mit dem Farmlead und auch im Jungle der Farmlead entstanden. Also vielleicht diese kleinen Fehler, die bis jetzt zum Goldlead führen. Ja, die kleinen Fehler, Farm ist halt extrem wichtig, wenn man hier keine Kills bekommt. Dann geht's halt nach dem Farm und nach den Objectives natürlich. Also man konnte hier Schwangerlands den Herald denyen. 1-1 steht's in den Drakes. Aber es sieht so aus, als ob ESQ sich hier jetzt den nächsten Herald sichert. Ja, den wollen sie auf jeden Fall haben. Jenna ist aber around, Nautilus auch. Also beide Supporter da hochgeräumt. Man ist jetzt im 3 gegen 3 von oben, kommt noch die Vi, aber von unten kommt erstmal der Kassadin. Der will da nicht reingehen, das sind 3 Leute. Man bekommt aber meanwhile den Herald und damit hat man alles bekommen, was man wollte, nämlich einfach den Herald. Ja, ganz genau. Den ersten Herald haben sie ja auch schon bekommen, haben sie Botlane verwendet. Apropos Botlane, da pusht jetzt der Mordekaiser ganz gut durch, ist hier schon alleine am T2-Turm. Ja, und auch das Gold, was nicht direkt angezeigt wird, quasi bei LoL, das genauso wie die Turret-Blading, das vergessen viele Leute, es ist nämlich der First Turret. Auch der gibt nochmal ein bisschen extra Gold. ESQ jetzt hier mit dem First Turret am Start und vielleicht mit dem nächsten Kill auf den Nidalee. Vi kommt von oben noch dazu, aber das wird nicht mehr reichen. Jetzt hat sie vielleicht auch hier Selbstmord begangen, kann nochmal über die Wand flashen, kommt raus. Aber der nächste Kill für ESQ. Ja, man hat hier diesen klassischen Swap der Botlane auf die Toplane gemacht auf Seiten von ESQ. Und die Vi muss hier nochmal aufpassen. Kriegt noch einen Shot vom Jhin mit. Wie gesagt, diese klassische Combo. Und man zieht jetzt hier den Herald. Und das sollte, denke ich mal, der Toplane-Tower sein. Die Y wird da nicht mehr groß viel zu melden haben, zieht sich hier auch zurück und nimmt sich vielleicht noch ein bisschen Gold hier von den Golems mit.
Ja, aber das wird auf jeden Fall Nautilus hier verhindern wollen. Warwick, der kommt auch noch dazu. Ultet die Weihe und damit ist sie tot. Der nächste Kill für den Warwick, der allererste Kill für ihn. Aber der fünfte Kill für Isku, der Herald, der charge auch nochmal auf den T2 und den will man vielleicht hier auch noch mitnehmen. Nautilus, der will hier sogar nochmal für die Niederlieg gehen, für den Dive, traut sich dann aber nicht. Und jetzt ist er in der blöden Lage. Jetzt kommt Anivia von unten, ne, und sperrt ihn da erstmal ein. Aber sein Team hilft ihm natürlich. Warwick mit dem 4 auf Anivia, die geht jetzt erstmal ins Eck, kann aber natürlich jetzt nichts mehr machen. Und Niederlieg jetzt ganz alleine unterm Tower, kriegt da nochmal einen Shot vom Zinn, aber überlebt das Ganze. Nieder lebt immer noch und Anivia flasht da weg, kommt dann da tatsächlich nochmal raus, da hat ihr das Eck nochmal gut das Leben gerettet. Ja, man konnte sich hier nicht so wirklich entscheiden, hatte ich das Gefühl, und der Fight geht weiter. Warwick, der wird hier nicht gewonshottet. Auf der anderen Seite, die Niederli jetzt tot, aber Anivia, die macht gut Damage. Die kann die Leute hier gut slowen, jetzt ist Will da. Also Anivia, auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Die hat Rod of Ages, die hat eine Tier, die macht Schaden, die kann die Wave clearen, aber es reicht einfach noch nicht. Mittlerweile ist der T2-Turm auch auf der Toplane trotzdem noch gefallen. Mordekaiser konnte sich hier noch den Bot-Turm versichern. Wir sehen jetzt hier das Replay, der Dive-Versuch, der Nautilus, der hier ziemlich, ziemlich deep war. Und hier konnte man sich, das was ich angesprochen habe, nicht so wirklich entscheiden. Man ist so halb auf die Niederli, halb auf die Anivia und dadurch ist eben dann letzten Endes am Anfang keiner von beiden so wirklich gestorben. Ja, und dann turnt man hier sogar nochmal Warwick ein bisschen in der blöden Situation hier. Eigentlich habe ich gedacht, der wird jetzt hier gewonshottet werden. Die E von Anivia fliegt da nochmal drauf. Die Ult kommt, aber dann sieht man es, der Heal. Er hielt sich quasi gegen die Anivia Ult und dann kommt auch der Summoner hier von Jhin raus. Damit bleibt er am Leben. Es bleibt bei 2 Kills für Schwanger Lanz. Und Niki, bis jetzt haben wir ein wunderschönes Beispiel für ein Spiel, wo sich ESQ durchsetzt in Gold, auch in Timbits und auch vielleicht in diesem Game, ohne großartig Kills zu machen. Wie du gesagt hast, nicht so viele Kills. Das nächste wichtige Objective kommt jetzt gleich ab. Es ist nämlich der Baron, der jetzt hier bei 20 Minuten spawnt. Der Drake ist auch gleich ab. Und mittlerweile haben wir auf fast jedem Mate von ESQ. Der nächste Hook auf der Niederli, die flasht das sofort weg. Schafft das da nochmal rauszukommen. Aber Niki, ich sag dir, der Member, der kein Flash hat und nicht Isril ist und eher ab hat, der wird sterben auf Seiten von Schwangerlands, wenn der Nautilus in der Nähe ist. Ja, ich denke auch, dass es hier sehr, sehr schwierig ist, wenn der Nautilus Hook connected und ich denke, den Drake sollte man sich auch sichern können, was ich vorhin noch sagen wollte, dass hier jeder Member von ESQ mittlerweile ein Shadow-Gold auf sich hat, außer der Jhin und Schwangerlands hat hier gar keine Vision auf den Drake und somit sollte das ein Free-Drake sein. Ja, das ist der zweite Drake für ESQ. Den ersten haben sie ja abgegeben nach einem schönen Double Kill von Ezreal auf Botlane. Sonst wäre mit dem nächsten Break schon die Opportunity Richtung Soul gegeben. So, Niki, du hast aber gesagt, Baron kommt ab. Das ist natürlich das große Objective, das erstmal dazu da ist, vielleicht den Inhib zu bekommen, vielleicht die Base zu öffnen. Denn sonst ist es oft schwierig für die Teams, außer sie sind sehr weit ahead, was in dem Fall sogar sein könnte, in die Base reinzukommen. Mit Baron ist das immer eine gute Möglichkeit. Ich denke jetzt die Teammates von ESQ trotzdem ziemlich hart gefeedet über den Farm tatsächlich jetzt. Also sind alle sehr, sehr gut dabei. Damage ist auf jeden Fall da und so langsam kommt die Comp ins Rollen. Denke ich mal, der Kasa, die bekommt seine Items, hat hier seine 2 Scaling-Items und ich denke mal, ab jetzt kann der Kassadin hier ordentlich Damage rausprügeln. Ja, und ich bleib trotzdem dabei. Die Anivia, die ist trotzdem noch ganz gut im Game. Niki, die geht jetzt Richtung zweites Item mit den Schuhen, aber auch schon am Start. Und die kann natürlich gut die Waves nehmen. Gegen den Baron Buff wird es nochmal einiges schwieriger. Aber ein Inhib zu bekommen gegen eine Anivia, die lebt und um sich rum noch den einen oder anderen Teammate hat, das ist schwierig. Sie kann mit der Wall die Leute zonen, auf der einen Seite die Wall hinstellen, auf der anderen Seite die Ult hinlegen. Dann kann da quasi niemand durchlaufen und alle Minions sterben auch noch. Ja, der Ezreal ist ja auch nicht schlecht im Game. Also der kann hier trotzdem noch ganz gut Damage rausbringen und auch die Y-Ulti ist immer useful, egal wie behind man ist. Oh oh, der Kassadin auf der Jagd nach der Botlane, beide erstmal hier weggedasht und einer weggeflasht, man zieht jetzt hier den Heal, aber man zieht Kassadin, der bekommt fast keinen Schaden, der will hier einfach weiter hinterhergehen, kriegt dann sogar den S-Will mit der Q noch down und auch Jenna überlebt das Ganze nur knapp mit der jetzt dann doch nochmal relativ viel HP gehabt. Kassadin will dann da nicht mehr hinterhergehen, aber wenn er da auf die Jenna springt, dann ist das wahrscheinlich auch ein leichter Kill für ihn. Ja, und das ist natürlich jetzt frustrierend wahrscheinlich für den Ezreal. Hat hier beide Summoner-Spells gezogen und E und ist trotzdem nicht von diesem Kassadin weggekommen. Und auch die Jhin hat hier nochmal beide Sums benutzt und ist gerade so noch weggekommen, weil der Kassadin hier sich eher für den AD-Carry entschieden hat.
Ja, ich hätte die Situation gerne mal gesehen ohne Summoner Spells von Schwanger Lanz, denn Nikolas gesagt, 4 Summoner Spells gezogen, also alle, die zur Verfügung standen. Ne? Und wenn die nicht dabei gewesen wären, dann wären die wahrscheinlich instant gestorben, gleich schon beim ersten Jump vom Kastadin. Und man sieht es auch, er ist gefühlt extrem tanky, hat seine 2 Items plus die Schuhe. Der nächste Engage ist auf die Aniva, die hat kein Flash zur Verfügung. Meine Theorie, wer kein Flash up hat gegen den Nautilus, der wird einfach sterben, und so ist es auch. Hook trifft und der nächste Kill für den Djinn. Ja, ganz genau. Der Nautilus spielt hier sehr, sehr aggressiv. Schaut, wer hat hier keinen Flash? Den kann ich hier auf jeden Fall abholen. Und somit mittlerweile auch auf dem Djinn ein Shutdown-Gold. Und jetzt kann man dann in 2 Minuten sich vielleicht noch den nächsten Drake mitnehmen. Man kann auch Richtung Botlane rotieren, da versuchen, den Inhib zu nehmen. Man zieht sich jetzt wahrscheinlich erstmal dann Richtung Base zurück. Aber auch eine ganz wichtige Sache nochmal, um den Gold-Lead auszubauen, Niki, im gegnerischen Jungle die Camps mitzunehmen, bevor man Base geht. Auch das ist immer wichtig. Also falls ihr das noch nicht wusstet, merkt euch das. Einfach die Camps nochmal mitnehmen. Man kriegt selber Gold dadurch, aber auch natürlich, man denied dem Gegner Gold. Also quasi doppelt guter Effekt. Ja, und so langsam kann man sich mal Richtung Baron orientieren, kann hier vielleicht ein bisschen Vision aufbauen, weil das wäre jetzt natürlich das nächste wichtige Objective. Man hat hier alle T2-Türme sich schon abgeholt und ich denke mal, das sollte hier der Schlüssel zu einem Inhib mindestens sein. Ja, also gegen Anivia ist es nun mal schwierig, den Inhib so zu bekommen. Das haben wir schon besprochen und deswegen Baron wahrscheinlich ein wichtiges Objective hier für ESQ. Währenddessen Schwangerlanz kann hier ein bisschen die Vision clearen around Bot Side, aber das wird wahrscheinlich ihnen erstmal nicht viel helfen, denn der Drake ist nicht ab, aber man kann immer den Kassadin spotten, aber dem ist es relativ egal. Und der kann wahrscheinlich die Anivia auch einfach so chasen. Anivia jetzt mittlerweile lieber Flash zur Verfügung, Kassadin keins, aber der kann natürlich so oft jumpen, wie er will. Könnte da auch nochmal die Wall hinterher jumpen, schöne Q aber von Anivia und sie kommt dann da nochmal raus. Ja, wie gesagt, hätte die Anivia hier wieder kein Flash gehabt, hätte der Kassadin sie auch gehabt. Also es versucht hier jeder mit Flashes wegzukommen vor diesem Kassadin, aber es sind so viele Leute Botlane von Schwangerlands, dass das eigentlich ein ziemlich leichter Baron für ESQ werden könnte. Man hat ja auch ein Ping-Wort im Pit, das heißt jedes Wort, das reingestellt wird, das hält in Anführungszeichen nur 1-2 Sekunden. Man versucht jetzt trotzdem für den Steal zu gehen mit dem Jenner Tornado. Der Smite sitzt nicht ganz auf, ich glaube 80 HP und sowas runtergesmitet, aber Warwick mit dem Auto-Tag. Und das ist der Baron für ESQ. Ja, das war natürlich sehr, sehr unglücklich, dass hier nicht die Anivia oder hier die Nidalee in der Nähe war, weil den Baron hätte man auf jeden Fall stehlen können. Ja, und ein Problem für Schwangerlands natürlich auch, sie kommen vielleicht weg von manchen Champions, aber das Potenzial, diese Champions zu killen im 1 gegen 1, das ist einfach aktuell nicht gegeben. Kassadin gewinnt das 1 gegen 1 gegen jeden, auch selbst der Djinn, auch der Warwick, auch der Mordekaiser, die werden das 1 gegen 1 gewinnen, das heißt, selbst wenn man da wegkommt, man hat nie die Chance, jemanden down zu bekommen von ESQ. Und da muss man sich was einfallen lassen. Da muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Die ist einfach geplatzt. Ich sag's, man kann den Kassadin nicht killen, aber der Kassadin, der one-shottet Leute einfach links und rechts. Die Jenna hatte keine Summoner Spells ab, Exhaust jetzt wieder ab. Aber das sieht man, wie sie gelöscht wird. Ich meine, sie konnte nicht mal Exhaust drücken, selbst wenn sie es abgehabt hat. Sie wurde hier in quasi einer halben Sekunde abgeholt. Und der nächste wird gewonshottet. Anivia auch schon Nidalee hinterher. Jetzt kommt der Kassadin Montage Play. Den nächsten Double Kill abgeholt. Auch die Wild, die wird wahrscheinlich jetzt dran trauen müssen. Der Nautilus, der hookt einfach die Minutes. Das ist Kassadin, aber egal. Der kann so oft springen, wie er will. Triple Kill für den Kassadin. Ja, das ist natürlich jetzt extrem unlustig. An diesem Punkt des Spiels ist man jetzt angekommen, wo man diesen Kassadin hat, der langsam anfängt erst zu scalen, hat jetzt zwar erst 2,5 Items, macht aber trotzdem schon so massiven Schaden, dass man dagegen eigentlich nicht mehr allzu viel machen kann. Ich habe es vorhin gesagt, es wäre wahrscheinlich interessant gewesen zu sehen, wie es aussieht, wie die Jenna gewonnen schon wird, ohne Flash, ohne Heal vom SW. Genau das ist gerade passiert und das führt auch zum Sieg für ESQ. Nach 13-2 und 27 Minuten will man hier vielleicht sogar nochmal diven, aber die Jenna, die stirbt sogar nochmal 14-2 und ESQ, die gewinnen dieses Spiel.